Wo steckt eigentlich Jeanette Biedermann? Diese Frage haben wir uns in den vergangenen Jahren häufig gestellt und bekommen nun endlich eine Antwort. Bei der Verleihung der Goldenen Henne in Leipzig zeigt sich die ehemalige GZSZ-Darstellerin nach langer Zeit endlich mal wieder auf dem roten Teppich. Das letzte Mal haben wir die hübsche Blondine im August 2017 bei der Premiere ihres Theaterstücks Aufguss zu Gesicht bekommen. Seitdem ist viel Zeit vergangen und auch optisch hat sich Jeanette ziemlich verändert. Aus der Bob-Frisur ist mittlerweile eine lange blonde Wallemähne geworden, die die 38-Jährige in Leipzig zu einem Zopf zusammengebunden trägt. Auch das Outfit ist ganz schön sexy. In einem schwarzen Minikleid posiert die Sängerin für die Fotografen und scheint das nach der langen Pause regelrecht zu genießen. Kein Wunder, mit diesem tiefen Dekolleté zieht Jeanette alle Blicke auf sich. Mit dem Gang über den roten Teppich ist es an diesem Abend allerdings nicht getan. Jeanette steht anschließend gemeinsam mit der Band Karat auf der Bühne und performt leidenschaftlich einen ihrer Songs. Dabei geht sie erst so richtig auf und für diesen besonderen Moment schlüpft die Berlinerin sogar in ein anderes Outfit. Der schwarze Jumpsuit steht Jeanette aber mindestens genauso gut. Was für ein gelungenes Comeback!